Hasta la Shisha, Freunde. Nun, heute ist zwar nicht das tollste Wetter, heute ist es recht regnerisch. Aber ich habe mir gesagt, ich mache jetzt trotzdem mal wieder ein kurzes Video. Ja, dieses Mal habe ich mich dafür entschieden, euch kurz ein bisschen zu erklären oder vorzustellen, was man sonst noch so alles braucht, wenn man Shisha rauchen mag. Ganz klar braucht man natürlich die Shisha mit Kohlentopf, Tabak, Kohle, einem Schlauch. Ohne das ist Shisha rauchen unmöglich. Also, wer sich eine Shisha kauft, der kommt irgendwann drauf, dass er das auf jeden Fall braucht. Aber es braucht natürlich, oder man hat es natürlich bequemer, wenn man einige Sachen mehr hat. Und genau die will ich euch jetzt vorstellen, was ich so bei mir im täglichen Setup benutze. So, jetzt habe ich hier kurz auf dem Balkon etwas umgestellt, damit ich euch die Sachen ein bisschen besser zeigen kann. Nun, was braucht ihr auf jeden Fall? Ihr werdet ja irgendwann Kohle kaufen. Ich benutze im Moment diese hier. Ist auch eine reine Naturkohle aus Kokosnussschalen. Und ich bin mit der sehr zufrieden. Das ist der Zauberwürfel. Soll jetzt keine Werbung sein, ich benutze die einfach gerne. Habe früher auch gerne Black Kokos benutzt. Auch die sind sehr toll. Die sind nur hier gerade echt schwer zu bekommen. So, ihr könnt natürlich auch mit Selbstzünderkohle rauchen. Das macht aber wirklich keinen Spaß, das macht niemand mehr. Das kann man vielleicht mal ganz, ganz zur Not machen, aber macht das nicht. Um die Kohle anzuzünden, braucht ihr einen Kohleanzünder. Da gibt es ganz günstige Modelle, sowas wie das. Dazu muss ich aber sagen, mit dem bin ich absolut nicht zufrieden. Der hat auch kurze Zeit, nachdem ich ihn gekauft habe, bereits den Geist aufgegeben. Es gibt hier noch Siebe, wo man drauflegen kann, um die Spirale zu schützen. Vielleicht sieht man das hier auch. Oben da hat es bereits ein Loch durchgeschlagen. Und deshalb heizt er auch nicht mehr richtig. Ich habe auch versucht, ob ich den reparieren kann. Ich kenne mich mit Elektrizität aus, somit habe ich den mal aufgeschraubt. Und was als erstes auffällt ist, dass dieser Drehknopf, der hier Nummern von 1 bis 5 hat, eine absolute Farce ist. Da könnte man auch einen einfachen Ein- und Ausschalter machen, weil der macht nämlich nichts anderes. Sobald man hier dreht, drückt er hinten auf einen Kontakt. Aber wie viel man aufdreht, spielt absolut keine Rolle. Also, ich kann euch empfehlen, lasst das mit dem zu kaufen. Es gibt bessere Kohleanzünder, die nicht wesentlich teurer sind als dieses Modell. Deshalb, das ist für mich Elektroschrott geworden. Was ich als Kohleanzünder benutze, ist sowas. Man sieht dem auch an, dass er seine besten Tage schon hinter sich hat. Er hat hier schon den Lack verloren. Hier kann man dann mehrere Kohle auf dieses Sieb setzen. Er hat halt dieses Einlagesieb, was die besten Tage auch schon hinter sich hat. Aber das funktioniert noch einwandfrei. So, die Kohlen kann man dann so reinsetzen. Ich habe jetzt hier in der Schachtel gerade nur noch zwei übrig. Normalerweise mache ich dann drei Kohle an. Habe ich hier ja gerade auch zwei auf dem Topf und eine habe ich noch in Reserve.
Von diesen unendlichen Modellen gibt es ganz verschiedene. Ich habe auch noch einen, wo man den Griff wechseln kann und nach oben und dann den Korb, einen Korb herausnehmen kann. Ja, das ist natürlich dann der Vorteil. Man kann dann mit dem Korb, mit der Kohle drin, vom Kohleanzünder zu der Shisha laufen. Das ist vielleicht ein günstiger Setup, welches man so nutzen kann. Was mir bei diesen Kohleanzündern auch noch gefällt, ich benutze den dann immer, um mir noch einen feinen türkischen Mokka zu kochen, nachdem die Kohle heiß ist. Mag nicht jedermanns Sache sein, ich mag das. Jetzt gerade habe ich keinen, aber normalerweise mache ich mir zwar eine Shisha und dann auch immer einen türkischen Mokka dazu. So, jetzt ist die Kohle ja irgendwann heiß. Was macht man dann? Kann man ja nicht mit den Fingern nehmen. Also, bei vielen Shishas ist zwar eine Kohlezange dabei, oft aber sowas Billiges kann man nicht benutzen. Die ist viel zu klein. Ja. Ich habe sowas ab und zu dabei, wenn ich unterwegs bin. Aber naja. Nee. Was ich hier aktuell verwende, ist diese Kohlezange. Die hat für mich die ideale Form. Ist mir persönlich ein paar Zentimeter zu kurz. Ich hätte die lieber ein wenig länger. Aber damit kann man die Kohle gut greifen. Die hält sich gut in der Hand. Und was ich hier noch dran habe, ist eine Handysim. Tool, was ich zur Not mal ab und zu als Lochstecher missbrauche. Ist zwar ein bisschen klein, aber besser als nichts. Nun, vielmal gibt es auch einfach diese spitze Zange. Die ist ganz okay, die kann man benutzen. Aber solange ich sowas habe, benutze ich lieber diese. Was ich auch mal zwischenzeitlich benutzt habe, ist das hier. Das ist eine ganz normale Spaghetti-Zange aus dem Haushaltsabteilung vom Warenhaus. Da habe ich allerdings die Teile flach gemacht, damit diese nicht mehr so leicht gewölbt sind. Und damit kann man die Kohle eigentlich auch ganz gut nehmen. Also wer eine günstige Kohlezange sucht, nichts Praktisches findet, das ist eine gute Idee, finde ich. Kann man machen. So, weiter noch zu der Kohle. Was ich auch gekauft habe mal, ist so ein Kohlebehälter. Hier ist jetzt auch noch ein Stück Kohle drin, was ich dann drauf mache, wenn da zu wenig Rauch kommt. Und das finde ich halt ganz praktisch. Erstens, man kann die Kohle schön da drin aufbewahren. Da ist noch so ein Sieb drin und unten noch das Luftlöcher. Also die Kohle bleibt schön am Glühen, wenn sie da drin ist. So kann man auch die Kohle vom Kohleanzünder zu der Shisha tragen, wenn die nicht gerade beieinander stehen. Ich habe meistens den Kohleanzünder sowieso mit auf dem Balkon und brauche eigentlich nur die Kohle direkt auf die Shisha zu legen. Trotzdem lege ich mir dann immer die dritte Kohle hier rein, um sie später zu verwenden. So, packen wir das mal wieder kurz weg. Ja, und wenn ihr jetzt den Kopf gebaut habt, Alufolie drauf, dann müsst ihr Löcher stechen. Ich habe jetzt keinen Lochstecher als solches, einen normalen. Ich benutze aber oft einfach einen ganz normalen Zahnstocher. Für normale Mehrlochköpfe benutze ich auch gerne diesen Mehrfach-Lochstecher. Den habe ich mal im Ausverkauf für 1 Franken gekauft. Die kosten leider sonst etwa 4-5 Franken, was mir persönlich schon ein bisschen teuer wäre für das bisschen Kunststoff.
aber ich finde den ganz praktisch. Der macht eine gute Lochung vom Abstand und von der Größe. Habe ich jetzt hier zum Beispiel auch gemacht mit diesem Kopf. Da habe ich jetzt aber, weil der ein bisschen klein ist für den Kopf, noch ein paar Löcher mit dem Zahnstocher rundherum gemacht. Zum Thema Lochstecher, da gibt es viele, die sagen, kauf doch den Lochstecher von Werkbund. Ja, der ist sicher qualitativ gut, der ist handgeschmiedet, mag sein Geld wert sein, vor allem vielleicht in Deutschland, wo der um die 15 Euro kostet, mag das noch gehen. Bei uns in der Schweiz kostet er schnell zwischen 22 bis 25 Franken, was ich für einen Lochstecher extrem teuer finde. Eine gute Alternative ist eine gute Ahle. Es gibt zum Beispiel von PB, das ist ein Hersteller hier aus dem Emmental, PB Tools. Soll auch wieder keine Werbung sein, aber die machen wirklich qualitativ hochwertiges Werkzeug. Hat halt dann einen Plastikgriff, also einen Kunststoffgriff, aber auch hochwertigen Kunststoff und kostet um die 7 bis 8 Franken bei uns im Baumarkt. Also wer sowas sucht, ist damit von mir aus gesehen besser beraten, als sich einen 25-fränkigen handgeschmiedeten Werkbund zu kaufen. Außer ihm gefällt das. Mir war es zu teuer. Als Alternative kann man natürlich auch ins Brockenhaus gehen, so heißen die Gebrauchtwarenhändler bei uns in der Schweiz. Da kriegt man dann auch einfach ältere Werkzeuge, teilweise zu einem ganz günstigen Preis. Also da kann man dann vielleicht so eine Ahle für 1 bis 2 Schweizer Franken kaufen. Und damit hat man einen Lochstecher fürs Leben. Da braucht man nichts anderes mehr. Man kann sich natürlich auch so einen Billiglochstecher für 1, 2 Franken vom China-Händler holen. Ja, die sind dann wirklich nicht so toll verarbeitet, funktionieren aber genauso. Also kann man machen, wie es einem lieb ist. Wenn man gerade draußen raucht, kann man auch das noch gut gebrauchen. Das ist ein Windschutz. Das heißt, um die Kohle vor dem Runterfallen oder vor dem Wind zu schützen, kann man den so über den Kopf stülpen. Das fördert aber natürlich auch die Hitze der Kohle. Das heißt, am Anfang tue ich, wenn möglich, den Windschutz nicht drauf. Jetzt ist auch nicht so viel Wind, also ich brauche den auch gerade gar nicht. Aber sowas gehört eigentlich auch ins Repertoire eines Shisha-Rauchers. Gerade auch, wenn man auf Alufolie raucht, um am Schluss die Hitze noch mal ein bisschen zu verstärken. So. Was haben wir noch? Was ich noch benutze, ist so eine kleine Gabel. Das ist eine Gabel aus dem China-Markt, also aus dem Lebensmittelmarkt. Und die kosten ein paar Rappen, ein paar Cent. Und die benutze ich einfach, um den Tabak besser portionieren zu können, um durchzumischen. Auch hier gibt es viele, die auf die Werkbundgabeln schwören. Auch die kostet bei uns 25 Franken. Man kann auch eine normale Gabel nehmen, wo man sowieso in der Küche hat. Ich mag es halt, dass die ein bisschen kleiner ist. Man kann auch eine Dessertgabel nehmen, wie es einem beliebt. Aber macht das nicht mit der Kohlezange, wie das viele machen. Nehmt dazu sowas. Kostet nicht viel. Kann man sich auch speziell für die Shisha zur Seite legen oder speziell dafür kaufen. Eine Dessertgabel im Supermarkt kostet auch nicht alle Welt. Was habe ich noch hier? Ich habe hier noch diesen Pinsel. Das ist ein Reinigungspinsel. Den benutze ich natürlich auch, um den Kohleteller abzuwischen. Ich benutze den auch, um die Köpfe zu reinigen. Braucht man nicht unbedingt, aber ist auch praktisch. Kann man auch benutzen, um hier den Staub zu entfernen von dem Kohleanzünder.
praktisches Teil, kostet auch nicht viel. Im Baumarkt auch ein, zwei, drei Schweizer Franken. Nun, seit ich modernere Shishas habe, habe ich auch Shishas, wo einen Diffuser dran haben, und da habe ich mir dann auch mal so ein paar verschiedene Diffuser zum Aufstecken gekauft, diese Silikon-Diffuser. Da gibt es verschiedene Modelle, die habe ich jetzt von AliExpress. Weil die kosten bei uns in der Schweiz einfach zwischen 5 bis 7 Franken das Stück, für das Stück, das bisschen Silikon. Die kosten bei AliExpress teilweise zwei Stück zusammen 1 Franken. Also da, von daher habe ich zum Beispiel zwei Stück 1 Franken gekauft. Der eignet sich natürlich nur für kleinere Tauchrohre durch den kleinen Durchmesser, den er hat. Ist aber sehr praktisch. Dieses Modell hat einen festen Durchmesser, ist aber sehr weich, den kann man auch auf dickere Tauchrohre aufstecken. Und dieser hier, der hat so einen Einsatz, da gibt es dann drei verschiedene Größen, die man auch auf dem Tauchrohr lassen kann und dann den Diffuser selbst draufstecken. Das braucht man nicht unbedingt, es darf ja auch ein bisschen blubbern, aber es gibt viele, die das Blubbern nicht so mögen, gerade wenn sie vielleicht nebenbei Fernsehen schauen oder eine Serie schauen. Kann man machen. Und abschließend noch ein bisschen, um das Setup zu verschönern. Viele Shishas haben ja eine Aussparung, wo man ein LED-Licht reinmachen kann. Also sowas, das wäre jetzt das originale LED-Licht von Amy Deluxe. Ja, und das kann man halt einschalten, dann leuchtet das, sieht man jetzt hier natürlich wahrscheinlich gar nicht im Licht. Dann leuchtet das in verschiedenen Farben. Kann man auch mit Farbwechsel, man hat damit der Fernbedienung, das ist eine Standard-LED-Fernbedienung, die bei allen LED-Geräten dabei ist. Verschiedene Farben einstellen, Lichtwechsel einstellen. Wenn man keine solche Aussparung hat, dann gibt es auch diese LED-Tauchlichter. Die funktionieren genau gleich. Das kann man das zusammenschrauben, dass das wasserdicht ist mit der Batterie. Dann leuchtet das auch und man kann das direkt in die Bowl reinschmeißen. So, dass man da dann das Licht direkt in der Bowl steuert. Auch hier hat man eine LED-Fernbedienung dabei. Eigentlich die gleichen Funktionen, man kann heller, dunkler machen, man kann verschiedene Farbprofile auswählen, man kann wählen, ob das eben durchblinkt oder ob das eine feste Farbe ist. Ja. Ja, und das war's jetzt für dieses Video schon mal. Ist ja jetzt auch schon wieder gute 15 Minuten lang geworden. Und das nächste Mal, wenn ihr Lust habt, stelle ich euch ein paar Köpfe vor. Ich dachte jetzt, das ist zu viel, wenn das auch noch in dieses Video kommt. Werden jetzt dann wahrscheinlich sowieso eher 20 Minuten, weil ich noch weiter brabble. Aber damit es wirklich nicht allzu lang wird, machen wir für heute wieder Schluss. Hasta la shisha.